Hallo Leute, weiter geht's bei Yo-Kai Watch 2. Wir stehen jetzt hier vom vierten Mitglied der Elite der Fieser Yo-Kai gegenüber. Und ich glaube, dem hauen wir aufs Maul. Ha! Der große General Arachnius lässt sich dazu herab, mich anzugreifen. Spar dir den Sarkasmus, du machst auf hart, aber jetzt lernst du mich kennen. Ich bin Verheerbert, der Beste der Besten, erste Sahne oder Pudding. Frau Wegens Plan ist nicht mehr zu stoppen, aber der Kampf wird spaßig. Er wirkt sehr stark, Shoni, sei vorsichtig. Ich mache mir keine Sorgen. Gute Einstellung. Wird mir trotzdem Spaß machen, euch zu vernichten. Halt die Klappe. Gut, selbe Taktik wie immer. Hoffen, dass wir mit Bakulia ein bisschen Schlaf erzeugen können. Oh, okay, Bakulia besiegt. Ging aber daneben, das war gut. Als nächstes werden wir Chibanyan heilen. Chibanyan heilen, sagte ich. Und zwar am besten damit. Chibanyan, ja. Dann hauen wir Dornians Ultisil raus. Ja, okay, es war gegen Dornian, das war gut. Damit kann ich gut leben. Dornige Tatzen. Dann bereiten wir Chibanyans Ultisil vor. Ja, ja. Gut, 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 gut. Ah, shit, daneben. Hochspannung gegen Chibanyan. Viel zu viel Damage, verdammt. Gut, dann nutzen wir die Runde, um Chibanyan zu heilen. Denn die Ultisil kommt jetzt von Demona. Ja, 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 ja. Ah, okay. Demona hat nicht ganz viel Damage kassiert durch die Hochspannung. Das war gut. So, und jetzt machen wir einfach so weiter. Nee, brauchen wir gar nicht. Kann das sein, dass der der schwächste Typ war? Der hat jetzt am wenigsten Ultiseelen ausgehalten. Ha! Lächerlich. Spast. Vergebt mir eure Verhaltigkeit. Ich hab versagt. Und wie du versagt hast. Verheerbert. Schade, dass dieser Eifer nicht besser eingesetzt wurde. Ich hoffe, das ist die letzte Smogmaschine. Auch wenn nicht. Hier hat es sich ausgesmockt. Wow. Was für ein Doppelschlag. Das sollte dieser verächtlichen Wolke ein Ende bereiten. In den Zausen ist jetzt wieder alles beim Alten. Ja, der Smog verschwindet, glaube ich. Sieht nicht so aus. Was sollen wir tun? Oh. Hier seid ihr, hört zu! Nathaniel hat Frau Fairgrenz versteckt gefunden. Oh, echt? Sie ist im Süden der Stadt bei der Abendrot Manufaktur GmbH. Abendrot Manufaktur GmbH. Gibt es hier ein Echo? Warum wiederholst du diese Information, hä? Ich mache einfach gern große dramatische Verkündigungen, okay? Okay. Verstehe ich total. Auf zur Abendrot Manufaktur GmbH, Shoni. Bist du sicher? Ich bin nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ah, da unten die Fabrik. Ich bin nicht so sicher, ehrlich gesagt. Und wir gehen uns auf jeden Fall erst wieder heilen. Ansonsten wird das nichts. Ich fühle mich nicht bereit, gegen Frau Fairgeld anzutreten, verdammt. Ist bestimmt übel stark. Ich habe immer noch keinen Heil-Yokai im Team. Ich glaube, sollte jetzt das nicht das Ende sein. Und wir dann nochmal Möglichkeiten haben, uns auszutoben, dann werde ich vermutlich Bakulia ersetzen durch einen Heil-Yokai. Ja, ich glaube, das wäre nicht verkehrt. Wo gehe ich hin? Ich glaube echt, das wäre nicht verkehrt. Vielleicht sind wir jetzt ja auch kurz vorm Ende. Und dann erledigt sich das unter Umständen von selbst. Außer ich habe keine Chance, da muss ich eh noch was machen. Oder zumindest trainieren, ne? Aber sprechen wir von jetzt und nicht, was später sein wird. Jetzt geht der Scheiß auf. Und ich komme noch nicht durch. Erst jetzt komme ich durch. War nicht gerade schön. Okay, was ist da unten? Ah, Nathaniel. Ah, das Tor ist verschlossen. Klettert doch einfach oben rüber. Oder ein Joker soll das Tor zerstören. Ist doch nicht so schwer. Und Frau Fairgeld ist hier? Ja, ich habe Goldie und Sylvie reingehen sehen. Bitten wir die kräftigen Seelen und knochigen Gespenster-Yokai um Hilfe.
Maximum braucht keine Hilfe. Ich kümmere mich selbst um das. Hört auf, so egoistisch zu sein und lass dir mal helfen, du Spast. Okay, er hat's gecheckt. Er kann darüber klettern. Er ist ganz allein reingegangen. Wenn das Frau Ferkels Versteck ist, ist es nicht sicher, für ihn allein zu sein. Ich denke, wir sollten ihm folgen. Hovenian, die solltest du haben. Was? Deine Milchflaschendeckel. Die sind dir wichtig, richtig? Ah, die Milchflaschendeckel, stimmt. Die haben wir auch noch dabei gehabt. Ja, sie sind Symbole der Freundschaft. Danke, Johnny. Schon gut. Also, lass uns gehen. Sieht so aus, als könnten wir über diese Mauer klettern, Johnny. Okay, los geht's. Danke, Whisper, habe ich bereits gesehen mit meinen Adleraugen. So. Nur ein Weg bisher. Hier unten durchklettern, verstehe. Große Kugel, schön. Aber was? Wo soll ich denn sonst hingehen? Ich will wieder hochkommen, aber wie? Ah, da ist eine Treppe, die habe ich gar nicht gesehen. Und eine Leiter, besser gesagt. Ist auch nur ein Item? Bronzepuppe. Was? Was? Ah, hier geht's noch weiter. Alles klar, alles klar, alles klar. Gut, 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 gut. Da unten ist Schirmschelm. Auch beseelt natürlich. Ja, ja, ja. Okay, Schirmschelm. Wir wollen nicht gegen dich kämpfen, nein. Ich möchte bereit sein für alles, was kommt. Hier ist nichts scheinbar, okay. Industriegebiet. Ah, da ist wieder ein... Oh, ein Aukai, fantastisch. Was heißt fantastisch? Unter Umständen ist es dumm. Heißt, da steht ein Bosskampf bevor. Okay, mit anderen Worten... Oh, das ist nicht mehr Schirmschelm. Okay, diesen Kampf nehmen wir noch mit. Den Kampf nehmen wir noch mit. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jeder Erfahrungspunkt könnte wichtig sein für ein Level-Up. Jedes Level-Up könnte wichtig sein, um unter Umständen den nächsten Kampf zu überstehen. Ich habe echt ein bisschen Angst, um gegen diese Frau Fairgeld anzutreten. Aber hoffen wir das Beste. Ich meine, wir haben ein super Team, hoffe ich. Ich habe so das Gefühl, Chibanyan gehört zu den Stärksten, obwohl sein Rang eigentlich der niedrigste ist. Aber ist halt schon von Anfang an dabei. Ich meine, der ist ziemlich stark geworden. Los, Bandido! Guck sie böse an! Shit, da wäre ein Ehrlicht. Zack! Yes, Ehrlicht noch erhalten. Okay, gut. Und Dämona hat geklärt. Gut. Erfahrungspunkte? 861! Das war echt nicht schlecht. Seht euch das an. Dornian und Bandido haben bald wieder ein Level-Up. Und haben dann Level 42 erreicht. Das finde ich gut. Das finde ich sogar sehr gut. Aber jetzt ist es Zeit hier. Zack. Und dann würde ich sogar sagen, wir speichern auch noch mal kurz. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Wir spielen bereits... Alter, bald 33 Stunden. Kommt das hin? Ich finde, das ist ziemlich, ziemlich viel. Okay. Großer Gang. Abendrotfabrik Ofen 1. Oh mein Gott! Bleibt sofort stehen! Das ist das Versteck meiner Herrin! Ihr geht nicht weiter! Goldie, Sylvie! Die beiden gehen mir echt auf die Nerven! Ignoriert die beiden! Geht weiter! Wir kümmern uns um Goldie und Sylvie! Oh mein Gott, die kriegen das hin? Okay, gut. Machen wir weiter. Los, Leute. Ich hoffe, das schafft ihr. Wir gehen jetzt hier durch. Oh Gott, da sitzt sie. Besiege Frau Fairgeld. Großer Gott. Großer Gott. Kann ich hier nochmal speichern? Nee, kann ich nicht. Fuck. Okay, versuchen wir es. Frau Fairgeld. Niemand anderes. Dam, dam, dam. Lass die gruseligen theatralischen Geräusche. Deine Smuck-Speier sind weg. Böser Plan, durchkreuzt. Ja, durchkreuzt, was für ein Wort. Meine Maschinen haben ihr Werk getan. Ich fülle den Rest der Geldwolke aus fieser Yokais regenerieren... Was?
Ich fülle den Rest der Geldwolke und Fieser-Yokai regieren Lenzhaus nach so. Das wird nicht passieren. Wäre diese fiese Wolke los und gib uns unsere blauen Himmel zurück. Fiese, bereite dich vor, vernichtet zu werden. Dam, dam, dam. Oh, fuck. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ab, ihr Talisman. Geben an. Chibanian. Okay, jetzt müssen wir uns beeilen. Bakulia, versuch du dein Glück zuerst mal. Okay, wir machen Schaden, das ist schon mal gut. Level Deep. Donians Level wurde gestohlen, was? Was? Ein Level 41 Monster wurde herbeigerufen. Was? Oh, was? Okay, vielleicht pennt es jetzt ein. Scheiße, die kopiert unsere Level. Ist gar nicht gut. Aber wir bleiben bei unserer Taktik. So, Donian, hau weg. Weiter auf Frau Fairgeld einprügeln. So, und dann werden wir geben einen Angriffstalisman, falls ich denn noch welche habe. Sind die? Oh, Geistestalisman. Das gebe ich an Dämona. Ja, sie ist das nächste dran. So. Und dann, Chibanian, du. Nochmal Level Deep. Scheiße! Okay. Dämona wird gleich kopiert und es erscheint ein Level 40 Monster. Na super. Okay, aber egal, egal, egal. Wir bleiben dabei, wir bleiben dabei. Dann Dämona, deine Ultiseel. Scheiß auf die kleinen Viecher, glaube ich. Frau Fairgeld ist unser Gegner. Die kleinen hauen wir mit den Ultiseels immer weg. Ah, Dämona wurde beseelt, scheiße. Nicht gut. Aber erstmal, jawohl, alle Werte erhöht, weil sie beseelt ist. Das ist fantastisch. Und Funkelchaos. Dann wollen wir sie ganz schnell entseelen. Eis. Ja, okay, der Schaden, der geht, der geht, der geht. Alles gut, alles gut, alles gut. Verdammt, ihr sollt sie angreifen, sonst niemand. So, Bandido. Habt ihr sie gehört? Okay, der Schaden geht, der Schaden geht. Okay, Bandido, hau weg. Perfekt. Und dann heilen wir Bandido auch gleich. Den brauchen wir noch. Hier. Heilen. Zack. Dann Ultiseel von Frostina. Ja, sie hat noch ultra viel LP. Seht euch das an. Wir machen kaum Damage. Was willst du? Hör auf, solche Viecher zu. Oh, ein Level 40 Vieh. Ja, gut. Schneesturm, gut. Die Banyans Ultiseel ist auch voll. Okay. Wir werden jetzt die Ultiseel nur noch dann einsetzen, wenn irgendwelche blöden Viecher da sind. Oh mein Gott, Dämona. So, ich würde sagen, diesen drei kämpfen wir. Chibanian, Dämona und Bandido. Erstmal Dämona heilen. Na, nicht beseelen. Okay, Chibanian daneben. Gut. Okay, wir machen Schaden. Shit! Abwehr-Talisman-Effekt ist vorbei. Scheiße. Okay, wir brauchen... Oh Gott. Okay, okay, ich habe verstanden. Wir brauchen direkt und unbedingt wieder flächendeckenden Angriff. Was machen wir? Seelenanzeige muss gefüllt werden. Um vieles. Nee, um vieles ist übertrieben. Ein wenig. Dornian am besten, ja. Dann müssen wir reinigen. Reinigen, reinigen, reinigen. Ja, schnell, 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 schnell. Oh, Irrlicht. Mein Irrlicht. Yes, hab ich. Super. Okay, Moment, Moment, Moment. Chibanian ist so... Nein, Chibanian war doch gerade so weit. Verdammte Scheiße. Nein, 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 nein. Shit, Dämona ist besiegt. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Panik, Panik, Panik. Los, komm, 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 komm. Nein, Dämona ist auch weg. Jetzt nervt nicht rum hier. Chibanian, komm. Wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Okay, aber Dämona greift trotzdem an. Das ist gut. So, Tatzen des Zorns. So, und dann unbedingt Dämona reinigen. Ein solches Kackvieh ist immer noch da. Okay, mir soll es recht sein. Ultiseel von Dornian.
Wow! Los, Dornian, mach die Viecher platt, bitte. Dann haben wir die Hälfte, glaube ich, ungefähr. Von ihr, ja. So, und dann müssen wir unbedingt Frostina heilen, ja. Unbedingt. Was? Zeit zurückdrehen? 3200... Was? Zum... Der Kampf ist vorbei. Was? Die hat sich wahrscheinlich wieder voll geheilt. Sie ist wieder voll da. Ach du Scheiße. Hä? Wo war ich? Gütiger Yokai, Frau Ferkel hat sich wiederbelebt. Wie hast du das gemacht? Ich bin unsterblich. Dum, dum, dum. Sehr gut. Dieses Dum, dum, dum hört sich an wie ein schlechter Soundtrack. Ruhe, mein Soundtrack ist super. Wie auch immer, ich bin unbesiegbar. Es ist unmöglich, mich zu besiegen, weil ich die Zeit zurückdrehen kann. Die Zeit zurückdrehen? Das ist aber gegen die Regeln. Hatten wir das Zeitzeug nicht schon in einem anderen Kampf? Was ist los? Ich dachte, ihr wollt euch um uns kümmern. Ich fühle mich komisch, dass wir die Zeit sich immer wieder zurückdrehen. Ja, so können wir gar nicht gewinnen. Sieht aus, als hätte Nathaniel Probleme mit den beiden. Probleme? Wir hatten es doch schon mal mit zwei Zeiten manipulieren zu tun. Das ist so nervig. Ich bin kurz davor, mich an Wichtiges zu erinnern. Stoppe, Frau Fairgeld-Genie. Was? Mit meinen angeschlagenen Yokais? Ich hab da gerade einen Geistblitz, Shoni. Dahinter stecken sicher Goldie und Sylvie. Sie drehen die Zeit zurück, deswegen kann sich Frau Fairgeld wiederbeleben. Lass uns mit Nathaniel reden. Ja. Ich wollte eigentlich nur noch draußen, um mich zu heilen. Zeit, das hier zu beenden. Komm schon, Hovenian, beweg dich. Fuck. Hovenian. Nein, Hovenian. Einer weniger, einer noch. Jetzt sind wir dran. Uns egal, wer dran ist. Wir nehmen es auch mit euch allen gleichzeitig auf. Hovenian, es tut mir so leid. Ich kann nicht mal dich beschützen. Ich soll Maximum sein? Lächerlich. Ich bin nur ein Kind, das ein Spiel spielt. Ich tue nur so, als wäre ich ein Superheld. Nathaniel, das ist nicht wahr. Guck dich an. Du bist ein Held. Ich habe gesehen, wie du gekämpft hast, um deinen Freunden zu helfen. Das war sehr tapfer. Es sind die tapferen, selbstlosen Taten, die dich zum Helden machen. Und ich kenne ein paar andere Yokai, die das auch so sehen. Was sind das? Sie sind Andenken an Yokai, die du gerettet hast. Sind mir runtergefallen. Gerade? Also wurdest du verletzt, als du versucht hast, sie aufzuheben? Alles okay, aber jetzt bist du dran. Ein Held wie du weiß, was zu tun ist, nicht? Der unbesiegbare Held, der starke Beschützer. Genau, der starke Beschützer. Ja. Hey ihr, hört her! Ich werde diese fiese Yokai mit allen Mitteln besiegen. Wir müssen alles beschützen, die Stadt und all ihre Einwohner. Also muss ich fragen. Kommt schon, Leute! Helft ihr mir? Kommt schon! Bitte! Er bittet um Hilfe? Das ist ja ganz was Neues. Hey, Leute! Na los! Kommt schon! Lasst uns Freunde sein! Die Deckel.
nervige Licht. Es bewegt sich auf das Kind zu. Und diese Energie, die ich spüre, als kämen alle Yokai der Stadt zusammen. Guck, das Modell 0. Hä? Ich verstehe es. Die Milchflaschendeckel verwandeln sich in Yokai-Medaillen, ja. Jetzt, Nathaniel, ruf deine Freunde. Benutze dein Modell 0. Okay. Kommt raus, meine Yokai. Wie könnt ihr es wagen? Genug gespielt, ihr Gehirn. Wollen wir zum Ende kommen? Ihr Schurken seid erledigt! Was? Was? Ich kämpfe jetzt mit den Yokais von... Oh mein Gott, ich kämpfe jetzt mit den Yokais von Nathaniel. Wie geil ist das denn? Aber das machen wir erst beim nächsten Mal, Leute. Denn das war's bereits wieder für heute mit Yokai Watch 2. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!